Hallöchen Leute und willkommen zurück bei einem neuen Video für alle, die mich noch nicht kennen. Hi, ich bin Paula und ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Heute wird es sehr spannend. Ich werde nämlich heute ein paar Sachen ausprobieren. Ich habe nämlich auf TikTok so eine kleine Reihe, die heißt Paula probiert's, wo ich, wie der Name schon sagt, alles Mögliche ausprobiere. Also sprich neue Make-up-Produkte, Make-up-Hacks, Beauty-Hacks, alles Mögliche. Einige davon werde ich euch jetzt in Part 1 zeigen. Wenn ihr Part 2 und 3 und vielleicht eventuell 4 nicht verpassen wollt, dann vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren und dem Video einen Daumen nach oben zu geben. Und viel Spaß beim Anschauen. This is insane. Das muss ich testen. Okay, ich hab's. Wehe, das ist jetzt nicht gut. Wir haben hier ein Puder und unten ist ein Schwamm. Let's go. Ist ein bisschen dunkel, aber gebt euch einfach mal diesen Unterschied. Okay, wow. Ich habe einen Trick gesehen, wie man seinen Lippenstift mit einem Taschentuch aufträgt. Und das soll dann so richtig schön ombre-mäßig aussehen. Und das probieren wir jetzt. Zuerst den Lippenstift nur so in der Mitte auftragen. Taschentuch drüber. Und den Lippenstift überall hinschmieren. Das fühlt sich so komisch an. Und zum Schluss noch mit einem Puderpinsel so drüber tupfen. Okay, schauen wir mal. Das war wohl nichts. Was? Man kann sich seine eigene Foundation mischen? Das müssen wir probieren. Ich starte mit Weiß. Ich glaube, ich brauche sehr viel Weiß. Das sollte passen. Weiter geht's mit Gelb. Rot. Und blau. Also bis jetzt sehe ich eher aus wie abstrakte Kunst. Glaubt ihr echt, dass das funktioniert? In Teil 2 verblende ich das Ganze. Hi, wir verblenden das jetzt. Das sollte nämlich hoffentlich so aussehen wie normale Foundation. Ich bin noch ein bisschen skeptisch. Aber schauen wir einfach mal. Okay. Oh, es funktioniert. Jetzt nur noch die Stirn. Fertig! Das sieht einfach so gut aus. Ein bisschen gelb, aber sonst... Wow! Damn! Schaut mal, wie stark sie ihre Lippen übermalt. Krass, es sieht voll echt aus. Okay, wir probieren's. Ich mache mir so richtig fette Kylie Jenner Lippen. Ausmalen. Seid ihr bereit? Das ist doch nicht wasserfest. Ich werde das jetzt auch testen. Das soll 2 Tage lang an den Augenbrauen bleiben und ist angeblich wasserfest. Wenn das wirklich funktioniert, müssen wir nur noch alle 2 Tage unsere Augenbrauen schminken. Das wäre natürlich praktisch. Sieht nicht so gut aus. Trocknen lassen. Also es verwischt auf jeden Fall nicht. Aber ist es wasserfest? Was meint ihr? Call me when you want, call me when you need. Das sieht einfach so gut aus. Hoffentlich auch an mir. Zuerst eine Linie. Bisschen verkackt, aber passt schon. Dann kommen die Lashes. Und die klebe ich jetzt nicht hier ins Auge, sondern hier vorne an den Eyeliner. Circa so. Das Innere ausmalen. Also ich finde den Trick cool, aber ist nicht so meins. Es hat einfach die Farbe verändert. Das ist so heftig. Das ist dieser Primer von Catrice und der soll sich dem Hautton anpassen. Das heißt, er ist eigentlich weiß, aber sollte jetzt gleich die Farbe wechseln. Schauen wir mal, ob das klappt. Das ist richtig cool, aber sogar ein bisschen zu dunkel. Die schaut echt gut aus, aber dunkelt extrem nach. Paula, jetzt musst du sie testen. Ich soll die testen? Na gut. Das ist die Balea Magic Cream. Die ist wieder weiß und soll die Farbe wechseln. Okay, ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel genommen.
Aber schauen wir mal. Probieren wir es mit dem Pinsel. Okay, viel besser. Jetzt ist sie plötzlich viel zu dunkel. Aber schaut mal, wie krass sie die Farbe geändert hat. Oh yeah. Zuerst kommt Foundation drauf, dann Orange, dann Lila. Und schaut mal, wie schön das aussieht. Bisschen unnötig, weil man könnte ja gleich einen rosanen Lippenstift verwenden. Aber ich will es trotzdem testen. Also, Schritt 1. Bei mir sieht das immer so trocken aus. Lippenstiftpalette. Ja, die ist ziemlich dreckig. Perfekt. Und noch Lila. Und hat geklappt. Wie findet ihr die Farbe? So eine geile Duschhaube drin, in Form von einem Flamingo. Ich weiß, ich bin spät dran, aber ich habe sie mir jetzt auch gekauft. Und zwar ist es die berühmte Flamingo-Haarmaske. Ich habe es eh ziemlich nötig. Erstmal Haare waschen. Und jetzt die Maske mit den Tatzen auftragen. Das steht so in der Anleitung. Jetzt kommt endlich der Flamingo. Moi, der ist so süß. Ein kleiner Flamingo-Dance. Yeah. Ich musste gerade den Postboten so aufmachen. Ich war heute bei Müller und habe das gefunden. Eine Lip-Booster-Ampulle. Dadurch sollen anscheinend die Lippen größer werden. Und das testen wir jetzt. Zuerst schütteln, dann die Ampulle zerbrechen. Ah! Es geht nicht. Okay, ich hab's geschafft. Auf die Lippen klopfen. Schmeckt nach Seife. Das ist irgendwie komisch. Bekomm von mir leider einen Daumen nach unten. Das hier ist vermutlich die coolste Foundation, die ich je verwenden werde. Da ist nämlich ein Gerät drinnen, das meine Haut misst und damit meine perfekte Foundation-Farbe bestimmen soll. Das hier ist das Gerät und das klippt man auf seine Handykamera drauf und macht dann damit Fotos von seinem Hals. Man braucht insgesamt 4 Fotos. Die lade ich jetzt auf die Website und damit wird jetzt die Rezeptur berechnet. Tada! Ich brauche erstmal diese Farbe und davon ganze 2,3 Milliliter. Und dann brauche ich auch noch diese Farbe, davon 0,7. Tada! Vermixen und schauen wir mal. Verblenden. Und wie findet ihr den Match? Also ich glaube, ihr seht selber, das ist einfach nur übelst crazy. Ich habe mir die auch gekauft. Die ist von Elf Cosmetics und das ist eine magnetische Maske. Das hier ist, glaube ich, der Magnet. Der ist krank stark. Schaut mal. Was? Und dann ist das bestimmt die Maske. Die trage ich erstmal ganz normal auf. Das Ganze bleibt 10 Minuten oben. Wie schön habe ich die bitte aufgetragen? Über den Magneten kommt jetzt noch so ein Schutzding, damit das gute Teil nicht schmutzig wird. Und jetzt ist es soweit. Seid ihr bereit? Halleluja! Ah! Das ist so krank. Oh mein Gott. Das fühlt sich auch so komisch auf der Haut an. Und schaut mal, das sind so richtige Berge da oben. Ich mache jetzt noch meine Nase. Ah, das kitzelt ein bisschen. Und das geht auch voll schnell, schaut mal. Also anscheinend kann man, wenn der Eyeliner komplett ausgetrocknet ist, den einfach rausziehen, dann verkehrt herum reinstecken, damit es sich, glaube ich, wieder mit Farbe füllt. Dann wieder normal herum reinstecken und dann sollte wieder ganz normal funktionieren. Also ich habe zufällig auch einen ausgetrockneten Eyeliner. Wäre schon praktisch, wenn das wirklich funktioniert. Und danke DuckDogs fürs Markieren unter dem Video. Also wie ihr sehen könnt, ist der komplett ausgetrocknet. Das heißt, ich probiere jetzt die Spitze mit einer Pinzette rauszuziehen. Oh, auf der anderen Seite ist einfach auch eine Spitze. Ich glaube, das ist sogar extra dafür da, dass man das umdrehen kann. Also andersrum reinstecken. Und... Ah, er geht wieder. Ich fühle mich gerade so dumm, dass ich das erst jetzt rausgefunden habe. Viralen Make-up-Hack. Und zwar geht es darum, dass man seine Wimpern auf so ein Lid legt, dann zwinkert und dann sind sie perfekt. Also wenn das wirklich funktioniert. Also zuerst kommt mal Wimpernkleber auf den Eyeliner. Lashes in die Lidfalte und ich probiere es nochmal. Es geht nicht. Okay, noch einen Versuch. Hier und bei mir hat es leider nicht geklappt, aber probiert es auf jeden Fall mal aus. Bye!
Das hier ist eine Schaumfoundation. Die muss man anscheinend erstmal schütteln. Und jetzt bin ich gespannt, was da rauskommt. Ich verblende die jetzt lieber mal. Aber die stinkt wirklich extrem. Boah. Aber ehrlich gesagt sieht die gar nicht so schlecht aus auf der Haut. Isabel, komm mal kurz. Bah, wieso stinkst du so? Ich glaube, ich muss weinen. Essence hat einfach neue Glitzerlippenstifte rausgebracht. Ich hab sie endlich. Isabel hatte nämlich noch welche übrig und hat sie mir geschenkt. Ich starte mit der Farbe 01. Oh mein Gott. Der ist so schön, dass ich ihn gar nicht auftragen möchte. Wie findet ihr den? Als nächstes 02. Voll schönes Braun. 03. Okay, der ist sehr intensiv. Richtiger Barbie-Lippenstift. Und der letzte 04. Wow, ich glaube, ich finde den sogar am schönsten. Geil. Und welche gefällt euch am besten? Danke fürs Markieren unter diesem Video. Ich teste das jetzt natürlich für euch. Erstmal das Klebeband zurechtschneiden. Jetzt klemme ich mir das so unter die Nase. Und hier bei den Augen vorbei. Dann noch hier oben entlang. Bei ihr hat das irgendwie besser ausgesehen. Ich glaube, mein Klebeband ist nicht so gut dafür geeignet, aber ich hatte leider kein anderes. Jetzt noch schwarzer Lidschatten. Und drauf tupfen. Ready? Ich bessere das Ganze jetzt noch ein bisschen aus. Mascara drauf. Also, ich finde, es sieht schon ziemlich gut aus, aber ist ein bisschen unnötig und eine ziemliche Verschwendung. So, das war's jetzt auch schon wieder mit den Hacks. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr die eher cool oder ein bisschen unnötig findet. Nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, wenn ihr Part 2 nicht verpassen wollt. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen restlichen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!